Hallo, hier ist die Kathi und wir schauen uns heute von Lego City den Adventskalender an. Hier liegt er schon, das ist der, den sich mein Jüngster sehr gewünscht hat. Deswegen packen wir den jetzt mal aus und gucken, ob sich das lohnt, den zu kaufen. Also ich finde, man sieht schon ein paar sehr nette Figürchen, aber wir wollen ja wieder nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen mal schnell weg damit. Man dreht ihn um und dann hatte man hier diese Spielmatte unten dran. Die habe ich jetzt schon einmal abgemacht, weil das sonst zu groß wird. Da legen wir nachher die ganzen hübschen Sachen, die wir dann bekommen, nachher nochmal ordentlich drauf. Aber ich finde es an sich schon ganz niedlich. Ne? Es ist diesmal ein bisschen Wohnzimmer, ein bisschen nur draußen. Oft ist ja viel draußen irgendwie, so mit Eisbahn oder Schnee und Wald oder so. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zimmer. Hier sieht man schon eine Eisenbahnschiene und hier ist noch ein bisschen Esszimmer. Hier ist so, ja, wo man rausgeht. Finde ich ganz hübsch gemacht. Und das ist dann der Kalender, wie er aussieht, wenn er dann steht. Und ich finde das Bild sehr, sehr schön, muss ich sagen. Es ist sehr unlegulich, habe ich irgendwie das Gefühl, ne? Ist aber trotzdem irgendwie nett. Also finde ich sehr schön gemacht. Das muss nicht immer total bunt und quietschig und schon ganz viel vorwegnehmen. Nein, es ist entspannt und ruhig und irgendwie, ja, man freut sich auf die Weihnachtszeit, wenn man das Bild sieht, finde ich ja so ein bisschen. Wir fangen gleich mal mit der 1 an. Ach, das ist sehr gut. Es geht gleich los. Mit einem Figürchen. Ach, hier ist dann immer, ne, die Anleitung drauf. Sollen wir die mal abmachen? Ach, nö, ne? Ich mach mal so hoch. Fliegt es gleich weg. So, da haben wir schon. Figürchen Nummer 1. Das ist, glaube ich, ein kleiner Junge. Und was hat er denn für ein süßes Gesicht? Und ich glaube, er hat auch ein paar Sommersprossen da. Oh, ich weiß nicht, ob man das sieht. So ein paar Sommersprossen links und rechts. Niedliches Gesicht. Ein süßer Pulli mit Baufahrzeugen. Also, der gefällt mir ja schon richtig gut. Kleine Füße dran. Und was kriegt er noch? Er hat ein paar Haare. Wenn er will. So, also was heißt ein paar? Er hat sehr viele Haare. Aber er hat hier auch einen Helm schon mal dabei. Das finde ich ja eigentlich ganz interessant, ne? Die hätten ja die Figur einfach mit den Haaren Nummer 1 und Nummer 2 wäre dann gewesen Snowboard und hier Helm und Skibrille. Nein, wir haben hier alles in Türchen Nummer 1 schon drinne. Das gefällt mir doch. So mag ich das. Das ist ein bisschen groß für ihn, aber passt schon. Hat er sich vom großen Bruder ausgeliehen. Und dann rauf mit dir aufs Snowboard und dann geht's ab die wilde Fahrt. Sehr süß. Hier ist noch eine Ersatzbrille. Das fängt doch schon mal gut an. Nummer 2. Oh, was haben wir denn da? Ach, hier ist ein Spielzeug für den Kleinen, weil er mag ja Baufahrzeuge. Das haben wir ja auf seinem T-Shirt gesehen. Das heißt, wir bauen ihm jetzt ein Baufahrzeug. So, wie geht's los? Ach, ich liebe diese Anleitung. Das ist eigentlich nur ein Bild, ne? Jetzt muss man raten, was nach unten kommt. Ich bin ja in sowas nicht besonders gut. Ich mache erstmal die Teile, die ich erkenne, schon mal weg. Also, das müsste dann mit dem Bohrer da vorne das sein, ne? Ach, naja, ich bin jetzt nicht Lego-Oberbaumeister, aber so ein bisschen hoffe ich mal, dass wir das hinkriegen. So, ja, ne? Und das blaue Ding kommt dann wahrscheinlich da so durch. Flop. Und darauf ist ein gelbes Ding. Ich rede ja hier auch nur in Fachwörtern, ne? Ding. So, und dann kommen diese Raupen, Beinchen, Räder, was weiß ich, hier unten ran. So, dann ist das das Fensterchen. Das ist die Fahrerkabine. Und obendrauf ist es entweder der Fahrer oder es ist so ein Licht. Ja, ist eher ein Licht, ne? Er sieht aber schon cool aus. Sieht aus wie so ein. Bei Playmobil gibt es doch diese kleinen Mini-Roboter. Der ist ja cool. Der kann sich sogar richtig gut bewegen. Den finde ich ja cool. Alles abgebohrt hier. Ersatzteil noch dabei. Huch, jetzt nicht mehr. Komm wieder raus. Kriege ich dich da raus? Nö, ne? Du bist so klein. Komm mal raus. So. Ersatzteil kommt zur Seite. Jetzt kommt die Nummer 3. Da oben. Was haben wir denn da? Auch ein Tierchen. Ich mag Tiere. Und er hat sogar einen Weihnachtspulli an. Geh auf. Also, wir haben hier ein Tellerchen. Das Hundefutter. Und guckt euch mal, wie süß sieht das denn aus? Mit diesem kleinen Polunder. Dem Weihnachtsbäumchen drauf. So ein Golden Retriever, ne? Der ist ja süß. Der ist richtig niedlich. Da gibt es noch ein paar Knochis. Guten Appetit. Auch ein schönes Türchen. Richtig super. Also bis jetzt
Däumchen hoch. Nummer 4, Nummer 4, Nummer 4. Wir kriegen jetzt, also wenn ne, kein Schnee liegt, dann kann er ja kein Snowboard fahren, dann holt er sein Skateboard raus. Der kleine Junge. Flupp. Flupp. Und hier hat er dann noch den Helm dabei. Komm mal her, kleine Maus. Einmal die Snowboard-Sache ausziehen. Helm drauf. Skateboard drauf. Und dann geht's los. Nummer 5. 5. Da haben wir die 5. Oh, wir haben die Mama. Alles raus hier. Die Mama hat sogar Skier dabei. Wie toll. Die auch so einen schönen Pullover an. Mit Schneeflocken und einem Weihnachtsbaum. Das ist gar nicht die Mama. Ich nehme alles zurück. Das ist die kleine Schwester. Die hat nämlich auch kurze Beinchen. So, aber die kleine Schwester mit Brille, auch süß, aber auch die gleichen süßen Sommersprossen, hat keinen Helm. Die kriegt keinen Helm zum Skifahren, die muss ihr Zopf sie abfangen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Auf jeden Fall hat sie ein paar coole Skier dabei. Und Skistöcke. Schwupp, na komm, einmal in die Hand. So, auf die andere Seite. Flupp. Das ist schon cool, ne? Süß, auch mit den kurzen Beinchen. Und noch ein Ersatzteil. So, Nummer 6, Nikolaus. Oh, was ist das? Irgendwas an der Fernbedienung auf jeden Fall. So. Ich glaube, das soll ein Boot sein, ne? So ein Boot mit Fernbedienung. Klack, klack, klack. Jetzt machen wir noch ein Segel gleich drauf. So. Der kommt da rein und dann kommt das da dran. Okay, ja, da. Okay, es ist ein Boot, denke ich mal. Und das ist dann die Fernbedienung dazu. Ja, ist okay, ist niedlich. Zwei Ersatzteile. Für Nikolaus finde ich es jetzt nicht so cool. Ne? Da hätte ich gerne was Größeres, was Besseres gehabt. Oh, wovon ist das Teil jetzt noch? War das jetzt bei der 6? War auch ein Ersatzteil. Okay, gut. Nummer 7. Oh, eine Katzi. Oh, eine Katzi mit einem kleinen Fisch. Also der Fisch ist die Katze, nicht andersrum. Ne? Ist klar. Hier ist ihr Napf. Hier ist die kleine Babykatzi. Süße Babykatzi. Und das ist der Fisch, der heute Katze zum Mittag ist. Na, Katzi, bisschen groß, ne? Das Verhältnis klappt nicht so ganz. Und der arme Fisch passt ja nicht mal in den Napf. Da passt die Katze eher in den Napf. Na, auch nicht. Na gut, wir haben auf jeden Fall Fisch, Katze und Napf. Nummer 8. Nummer 8, Nummer 8. Da ist die 9. Wo ist die 8? Da ist die 8. Ah, cool, ein Roller. Ein Roller ist gut. So. Und es gibt sogar einen extra Helm. Wenn das Mädchen also auch Roller fahren möchte, hat sie jetzt auch einen Helm dabei. Das finde ich gut. Den kann sie ja dann auch beim Skifahren anziehen. Wie kommt der jetzt daran? Fehlt noch was? Habe ich zu früh weggeschmissen? Ist was weggerollt? Moment, Anleitung. Weißt du, es fehlt noch so was Graues. In den Tüten ist das nicht. Nö, in der Tüte auch nicht. Hier ist noch was drin. War das das? Wozu gehörte das? Achso, das ist ein Ersatzteil noch von dem Bagger gewesen. Okay, das war's nicht. Ich muss auch mal in jede Tüte reingucken. Oh, das ist vielleicht irgendwo reingefallen. Ich lege es mal zur Seite. Ist hier irgendwo noch was reingefallen? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Das kann ja höchstens hier in die offenen gefallen sein.
nein. Tüte ist leer, Tüte ist leer, Tüte ist leer. Wir können unseren Roller nicht bauen. Also uns fehlt hier dieses Verbindungsstück. Ich weiß nicht, ob es wirklich nur eins wäre oder ob das mehrere wären. Dann könnten wir nämlich auch den Lenker da anbauen. Jetzt haben wir nur so. Ach, das ist ja doof. Vielleicht taucht es noch auf, aber... Ach, sowas ist nicht gut. Ist nicht, nicht gut. So, Nummer 9. Da haben wir jetzt hoffentlich mal den Papa, würde ich sagen. So, der hat auch einen schönen Pulli an. Was ist bei ihm drauf? Hammer und... Was ist in der Mitte? Eine Flamme vielleicht? Kann sein, ne? So, mal die Hose an. Kopf drauf. Die haben alle so süße Gesichter, finde ich. Die sehen alle sehr niedlich aus. Gucken alle sehr fröhlich oder halt, sie gucken, ja, fröhlich ist gar nicht mal so richtig, ne, so besonders. Manche gucken ein bisschen schelmisch, manche gucken ein bisschen so, entsetzt. So, er hat hier so Schneeschuhe an, das ist ja auch cool. Den kann man gut im Schnee laufen. Ich komm her, du Schneeschuh. So. So, dann noch einen heißen Kakao oder eine heiße Schokolade mit Sahne, bitte. Der Papa lässt sich sehr gut gehen. Tada, Prost. Das sieht doch gut aus, ne? Lass es dir schmecken. Der gefällt mir auch sehr gut. Das war die 9, jetzt kommen schon die 10. Was haben wir denn da? Ach, ein ferngesteuertes Feuerwehrauto. Oder, ach nee, ist das ein Zug? Keine Ahnung. Könnte ein Zug oder eine Feuerwehr sein. So. Also hier ist hier auf jeden Fall wieder die Fernsteuerung. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach nee, ich glaube, es ist ein Zug. Es hat wieder diese kleinen Mini-Räder hier unten. Und so, dann gelb. Bisschen Glas. Der noch dran. Und Moment, wie rum? So rum. Aber was ist das hier oben? Das guckt ja anscheinend irgendwie nach oben. Warum? Und auch noch falsch rum, so rum. Keine Ahnung. Oder soll das doch eine Feuerwehr sein? Und das ist die Leiter. Könnte doch eine Feuerwehr sein, ne? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein Fahrzeug mit einer Fernbedienung. Tada. So, Nummer 11. Das war die 10, ja. Jetzt kommt die 11. Oh, was haben wir denn da? Ist das ein Baby? Ach, wie süß. Komm mal her, du kleine Maus. In irgendeinem Kalender war auch schon ein Baby dabei. Ich glaube, das war Lego Friends. Aber das war so ein eingewickeltes Baby. Das konnte noch nicht so wie der hier alleine stehen. Das war noch eingewebt. Oh, wie süß. Auch mit diesem kleinen Weihnachtsbaum-Strampler. Das ist ja putzig. Und da hat eine kleine Flasche dabei. Zum Füttern. Niedlich. Wie niedlich bist du denn? Das ist wirklich so süß. Das finde ich echt niedlich. So, weiter geht's. Die 12. Da haben wir schon Halbzeit. Wo bist du? Da. Tada. Oh nein, wie süß. Ach, Entschuldigung, ich sage andauernd süß, aber das finde ich ja wirklich richtig hübsch. Es gibt einen kleinen Kinderwagen. So, der kommt da ran. So, und... So, und der kommt hier. Süß, 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 süß. So, und dann kommt er darauf. Oh mein Gott, ich finde es einfach so niedlich. Das haben wir tatsächlich auch sowas noch gar nicht. So einen kleinen Buggy hier für die Lütten. So, und dann einmal damit durch den Schnee. Na los, Papa, halt den Buggy fest. Geht das nicht? Ach, doch so, ne? Ich glaube, man müsste die Hand ein bisschen anders rumdrehen. Dann wird das wahrscheinlich besser gehen.
ist das putzig. Das ist sehr niedlich. Sehr, sehr niedlich, so 14. Ist bis jetzt ein sehr familienorientierter Kalender, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so Familienleben und so. Gar nicht mal so auf dieses, ja, Lego City ist ja auch oft dieses Polizei und, wie heißt der, dieser Ober-Super-Polizist? Den findet mein Lütten ja auch so toll. Ach, wie heißt der denn? Wax? Oder so ähnlich, ne? Na, dieser eine tolle Polizist, der auch so ganz tolle Aufträge macht und so. Das scheint hier eher so ein bisschen jetzt Familienleben-Kalender zu sein, was ich aber auch sehr schön finde, muss ich sagen. Oh, jetzt kriegen wir hier einen kleinen Hubschrauber. Mit dem kleinen Propeller da oben drauf. Ich meine, Lego ist ja schon klein, ne? Aber wenn man auch Lego dann Spielsachen für die Lego Kinder baut, dann wird es richtig klein. Ach, guck mal, ich habe es falsch schon mal angebaut. Wäre ja auch mal was Neues gewesen, wenn nicht. Ist das wirklich falsch rum? Ich habe gedacht, das kommt daran. Na gut. Ja, ich habe die Glasscheibe und den Propeller verwechselt. Kriegen wir das jetzt wieder ab hier? Ja, zum Glück. Zum Glück. So, dann kommt die Glasscheibe nach da. Und der Propeller kommt oben drauf. Da kommt das Gelbe dann dahin. So, der kommt da hinten drauf. Irgendwas fehlt noch. Ach ja, hier diese kleinen Dinger. Die kommen dann so. Ja, ne? Oh mein Gott. Es ist so winzig, aber irgendwie auch niedlich. So, da haben wir den kleinen Propeller. Hubschrauber, würde ich sagen. Und der hat natürlich auch eine Fernbedienung. Wir haben auf jeden Fall am Ende genug Fernbedienung. Die Kinder kriegen dieses Jahr anscheinend sehr viel ferngesteuertes Spielzeug. So. Nummer 15. Oh, ein Hasi. Also ein Hasi-Kuschel-Spielzeugtier. Der dann genauso groß ist wie die Kinder ungefähr. Naja, fast, ne? Aber der ist auch sehr süß. So. Nummer 16. Und so ein Schneemobil. Zumindest hat das eine richtige Größe und nicht ist nicht wieder nur ein Spielzeug. Das finde ich gut. Und wann reicht es dann auch mit den ferngesteuerten Spielzeugen? So, okay, das ist wieder ein bisschen schwerer zu bauen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So. So, nee, so nicht. So. Dann den hier. So, und jetzt brauchen wir hier unten. Ach Gott, das wird mit diesen Schneeschuhen gebaut. Die Idee finde ich gut. So, nein, so rum. Noch ein Schneeschuh bitte. Das Ganze dann auch so rum. Knack. Knack und Back. So. Man sieht aber auch wirklich da unten überhaupt nicht, wie die das da unten gemacht haben. Super. Super toll. Vielen Dank für die Anleitung. Also ich tippe mal so. Und dann kommt der andere vielleicht nach hinten. Dieser hier. So. Und wenn man dann das da reinsteckt. Und das auf die andere Seite das gleiche tut, weil das macht Sinn. Kann man da diese Ketten festmachen. Und vielleicht vorne dann die Schneeschuhe. Die Kuhhufen sind das dann jetzt, ne? Auf der Seite auch. Okay, ich glaube, wir haben es. Ja, sieht doch gut aus, ne? Kann man dann rumsausen. Und natürlich ein Helm dabei. In Blau diesmal. Huch. Noch ein Ersatzteilchen zur Seite, bitte. Nummer 17. 17, 17. Da, beim Weihnachtsbaum. Oh, wir haben Frau Weihnachten. Mrs. Santa. Also, dass wir das jetzt in der 17 drin haben, finde ich auch interessant. Hätten wir ja auch in der 6 haben können, oder? Oh Gott, jetzt fall doch nicht da rein, du kleiner Kopf. So, komm wieder raus da. Ah, sie hat sogar eine rote Brille. Passend. Abgestimmt. So.
Hier geht es dann auf und da geht es zu. Das ist wahrscheinlich ihre Naughty and Nice Liste, also wer war gut und wer war böse. Und dann kann sie da nachgucken, wer was kriegt und wer nichts kriegt. Sehr süß, finde ich schön. Weihnachtsmänner hat man ja irgendwie doch öfter mal dabei. Jetzt haben wir hier mal die Weihnachtsfrau dabei. Sehr gut, Nummer 18. 18. 18. Leider keine 18. Doch, da oben. Was ist das? Ah, okay, ein Rentierschlitten-Spielzeug. Schwupps. Also, wir haben hier erstmal ein Rentier, das wir selber bauen müssen. Süß. Aus. Manchmal sind die Ideen aber auch echt toll, wie sie denn so die Sachen bauen. Man kennt es zwar schwer, aber ich glaube, so muss es sein. So. Obendrauf das Geweih. Dann hier die Nase. Flop. Sehr süß. So, und dann brauchen wir hier. Moment, so rum. Und so. Der kommt dahin und der kommt nach hinten. So. Ich glaube, ich hab's. Hä? Wie kommt denn der jetzt da hinten dran an seinem Hintern? Ach, da unten. An die Beine. Das ist ja auch ein bisschen doof, oder? Muss das echt an die Beine da unten? Ich glaube schon. Na gut. Ja, ist schon irgendwie ganz süß gemacht, ne? Sieht von vorne auch lustig aus. So, das war die 18. Jetzt kommt die 19. Ein Schneemann, ein Schneemann. So, da haben wir ihn. Okay, du kommst da drauf und du kommst da drauf. Kopf, Schal. So. Noch ein Hut. Ein paar Ärmchen dazu. Ein da. Rein da. Es fehlt die Karotte. Und das müssten beides Ersatzteile sein. Okay. Da haben wir ihn. Ja, ist ganz niedlich, ne? Geht immer ein Schneemännchen. Aber wiederholt sich auch oft, ne? Ist oft mal das Gleiche dann doch jedes Jahr drin. Nummer 20. Ja, der obligatorische Weihnachtsbaum darf natürlich auch nicht fehlen. Vorsicht. So. Einmal die Anleitung, bitte. Wir müssen ganz viele von diesen Dingern hier bebauen. Und zwar immer kommt einmal so eine untere, so eine dunkle Platte. Und dann kommt ein bisschen Rot und ein bisschen Gelb. So, das Ganze glaube ich jetzt viermal. Dunkle Platte. Dunkle Platte obendrauf. Noch eine dunkle Platte obendrauf. Gelb. Rot. Gelb. Rot. Gelb. Ja, es war rot. Gelb. So. Das haben wir erstmal. Jetzt, das ist der Boden. Und jetzt macht man da erstmal einen dunklen. Der Boden von jetzt ist der Ständer. So. Rauf da. Einen hellen. Einen dunklen. Einen hellen. Und ja, einmal festmachen hier die Seitenteile. Schwupp. 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 Und schwupp. Und obendrauf eine Spitze. Und da kommt dann das schwarze Ding hier rein. Und dann kommen da zwei Sternchen dran. Eins. Oh nein, nicht abfallen. Und, nee, das geht nicht. Kommt der nur auf einer Seite? Was kommt denn auf die andere Seite noch? Gar nichts? Das sieht doch doof aus. Nee, da kommt nichts hin. So einer passt da auch nicht drauf, ne? Ich verteile mal noch hier. Wir haben noch ein paar Kugeln übrig. Die machen wir mal noch einfach irgendwo hin.
die Ersatzteilkugeln. So. Ja, ich finde es jetzt nicht der schönste Weihnachtsbaum. Da hatten wir schon mal bessere. Das hier hinten gefällt mir auch nicht so. Also, ja. Ist so ein bisschen mittel, würde ich mal ganz klar sagen. 20 hatten wir jetzt. Jetzt kommt schon die 21. Oh, wir haben hier so einen Zinnsoldaten. Jetzt weiß ich, wie der Polizist heißt. Duke Detain, oder? So ähnlich. Mein Lütter kann das auch nicht aussprechen, deswegen wahrscheinlich heißt der ganz anders und das klingt nur so ähnlich. So. Dann kriegt er hier noch zwei Ärmchen links und rechts. Nummer 1. Und Nummer 2. Kopfi drauf, Mütze drauf und dann hat er noch ein Säbel eigentlich in der Hand, aber wir können ja protzen. Wir haben schließlich 2. Ha, bitteschön. Das finde ich schon sehr süß. Der sieht gut aus. Der gefällt mir. So, Nummer 22. Eine Eisenbahn. Aber diesmal ohne, ohne Fernbedienung. Wow, so viele kleine Teile. Okay, müssen wir ein bisschen bauen. So, wir brauchen ein paar von diesen ganzen kleinen Räderchen. Räder. Ganz viele Räder. Den auch nochmal. Rad und Rad. So rum. Und da drauf kommt so eine. Dann hier das Verbindungsstück. Das ist jetzt hier gerade der Anhänger, den ich baue. Und obendrauf noch so eine glatte Fläche. So, das ist der erste. Und jetzt machen wir noch die richtige Lok, wollte ich sagen. So, der kommt da drauf. Hat sogar ein bisschen hier schornsteinmäßig was vorne. Da-da. Da kommt der Dampf nämlich raus. Da fehlt noch ein grüner. Den darf man nicht vergessen. Jetzt das Glas und obendrauf dann die Platte. So. Und hinten ran jetzt der hier. Süß, ein kleiner Zug, aber ich glaube, das hat man sehr oft schon gehabt. Also das kommt mir sehr bekannt vor. Ich vergesse ja schnell mal was, wahrscheinlich hatten wir auch schon mal einen Kinderwagen. Aber das mit dem Zug kommt mir sehr bekannt vor. So, 23. Die 13, haben wir die 13 vergessen? Guckt mal, die 13 ist noch zu. Moment. 14, wo ist die 12? Wo ist die 12, wo ist die 12? Da ist die 12. Ich glaube, wir haben die 13 vergessen. Wir machen immer die 23 fertig und dann als Bonus nochmal die 13. Ach Mann. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Oder? Habe ich schon mal ein Türchen vergessen zwischendurch? So. So. Das wird jetzt hier so ein kleiner Schlitten. So. Und hier unten, die sind ja auch cool, die als Kufen zu nehmen. Sind so eine. Das sind eher Waffen, oder? Eigentlich normalerweise hier, diese Teile. Sehr große Messer. So. Und jetzt haben wir hier daraus einen Schlitten gebaut. So, glaube ich, ein bisschen dichter. Witzige Idee. Das ist auch ganz cool. So, jetzt haben wir ja noch die 13. Wir sind nochmal in die Vergangenheit gereist, um die 13 zu öffnen. Ja. Wir haben die Mama. Ach Mensch. Der Cookie ist gerade schon reingefallen. Den habe ich schon gesehen. Der ist schon verschwunden. So, die Mama hat auch einen schönen Pulli an. Oh, mit Hubschrauber drauf. Ist ja auch witzig. Die haben ja, glaube ich, fast irgendwie alles, was so dabei ist, auch als Pulli an. Noch ein Schal drauf, nettes Gesicht, schöne Frisur
Und was hat sie? Sie hat Schlittschuhe an. Das ist eigentlich ganz cool, dass jede Figur noch was dabei hat, ne? Direkt auch an dem Tag, wo sie das, wo man das aufmacht. Nicht nur die Figur, sondern irgendwie noch Schlittschuhe oder ein Skateboard oder, ach nee, das andere war kein Skateboard, das war ein Snowboard. Oder was hatte die andere dabei? Das Mädchen hatte Skier dabei, der Papa hatte ein heißes Getränk und ein paar von diesen Schuhen, Schneeschuhe. Ah, jetzt fällt hier alles wieder rein. Moment, das rennt nur mal kurz. Oder auch nicht. Tschüss. Also das hier ist auf jeden Fall die Mama mit einem Keks. Und die hatte auch nämlich noch einen Keks, der nämlich auch noch irgendwo anders drin reingefallen ist. Jetzt retten wir erstmal hier das Ersatzteil. So. Ich glaube, der Keks ist in die 2 gefallen, oder? Keksi. Hier liegt noch irgendwas anderes drin. Was liegt hier? Hier ist das Ding reingefallen. Haha. Also, ich nehme alles zurück. Lego, du warst ganz brav. Du hast nichts vergessen. Sonst ist das Teil hier wahrscheinlich einfach reingefallen. Jetzt rette ich noch den Keks. Da ist der Keks. Und jetzt ist alles gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir können unseren hübschen Roller zusammenbauen. So. Und dann können die auch Roller fahren. So, dann mit Schlittschuhen drauf. Nein, das ist, glaube ich, für Erwachsene und für Kinder. Das passt. So, jetzt haben wir noch den 24. Was fehlt da noch? Ach, also einen Weihnachtsmann bräuchte ich jetzt nicht noch extra. Na doch. Doch, ich bräuchte jetzt unbedingt noch einen Weihnachtsmann. Ach, schade. Irgendwas anderes richtig Cooles wäre auch nochmal was gewesen. Ne? Aber gut, es gibt natürlich auch welche, die fangen halt mit dem Kalender an. Ich nehme schon mal das Ding hier zur Seite. Die fangen vielleicht mit dem Kalender an und dann freuen die sich, wenn die das alles haben und haben vielleicht vorher noch gar keinen Weihnachtsmann gehabt. Das ist ja dann auch okay. So, was haben wir hier alles? Ein bisschen Bart. Mein Gesicht. Und sonst wäre Frau Weihnachtsmann ja auch ein bisschen alleine, ne? Hat er hier noch seine schöne Mütze, seine Hose mit Stiefelchen und noch einen Sack. Der ist nicht groß, aber es ist ein Zaubersack, deswegen passt da auch alles rein. Sehr schön. So, dann werden wir das Gleiche, das Ganze jetzt hier nochmal schnell hübsch aufbauen. Und dann gucken wir uns das nochmal in Ruhe an. So, jetzt haben wir das Ganze mal hier liegen. Ich finde, es sind viele schöne Figuren dabei. Ne? Was haben wir denn? 1, 2, 4 Erwachsene. Vier erwachsene Figuren. 2 Kinder, ein Baby, 2 Tiere, Spielzeug, dann Sachen zum Draußen machen und so weiter. Ja, es ist nicht übermäßig viel, finde ich, für den Preis. Ne? Ich glaube auch, was kostet der? 25 oder ein bisschen mehr sogar. Es ist jetzt nicht total viel. Ne? Wenn man überlegt, was man vielleicht auch mal schon für so ein 25-Euro-Set alles drin hat. Die Auswahl ist ganz süß. Ein paar Highlights sind schon dabei, finde ich. Ja, vielleicht im Angebot, ne? Also wenn es mal nachher irgendwie dann so 18, 15 Euro kostet, ich finde, dafür kann man ihn dann mitnehmen. Da würde ich sowieso mal ein bisschen drauf achten, ne? Man muss ja nicht immer alles teuer bezahlen. Ansonsten finde ich ihn aber doch ganz schön. Gebt so einen halben Daumen nach oben von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!